Die Welt der drei Fragezeichen. Aus dem sagenhaften Buch von C.R. Rodenwald. Heute die Geschichte von und um Rocky Beach. Hallo liebe Freunde von den drei Fragezeichen, liebe Freunde von Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde, und es geht weiter, ein weiteres Kapitel aus dem sehr zu empfehlenden Buch Die Welt der drei Fragezeichen, für alle, die es genau wissen wollen. Rocky Beach, mystisch, ja, irgendwo in Kalifornien an der Küste, an einem steinigen Strand, ja, und da lesen wir uns jetzt mal flugs rein auf Seite 116 des Buches. Natürlich existiert Rocky Beach in der Realität nicht. Doch die Autoren, allen voran William Arden, verwoben immer wieder historische Realität mit Fiktion und gingen bei den Beschreibungen der Kleinstadt teilweise so sehr ins Detail, dass die Geschichte von Rocky Beach und seiner Umgebung ziemlich gut rekonstruiert werden kann. Die Ursprünge von Rocky Beach gehen auf die Zeit zurück, als in Kalifornien noch Spanisch gesprochen wurde. Kalifornien wurde erstmals 1542 vom spanischen Eroberer in Besitz genommen und war von 1697 bis 1821 fester Bestandteil der spanischen Kolonie Neuspanien. An der Speerspitze der Kolonialisierung standen die Jesuiten und später auch die Franziskaner. Jetzt sind wir mal sehr geschichtsträchtig hier unterwegs, wen es interessiert. Das waren katholische Missionare, diese Franziskaner, die von Missionsstätte zu Missionsstätte bildeten und die einheimische Bevölkerung für den christlichen Glauben gewinnen wollten, was ihnen auch größtenteils gelang. Nur das sagenumwobene Volk der Winde ließ sich nicht bekehren und zog sich deshalb in die Berge zurück. Zu den Missionsstationen gehörten auch Ranchos, also große landwirtschaftliche Güter, die mit der Zeit auch militärisch ausgebaut wurden. In Die Drei und der Doppelgänger zum Beispiel wird erwähnt, dass es an der Küstenstraße vor Rocky Beach ein altes spanisches Missionsgebäude gibt. Einst soll auch eine alte spanische Mission auf einem Hügel in der Nähe der Stadt gestanden haben. La Purisma Mission, oder besser gesagt deren Überreste, mussten aber irgendwann einem Neubaugebiet weichen. In den verschütteten Katakomben soll aber immer noch der tote Mönch umherspucken. In Die Drei und das Aztekenschwert entführt William Arden die Leser in die Vorgeschichte von Rocky Beach, weil dem spanischen König die Missionare der allmählich König zu mächtig in seiner wurden, abgelegenen Kolonie, er die aber kein Machtvakuum entstehen lassen, auf das Russland und England schon gierten. Deshalb beauftragte er 1769 Gaspar de Bartola in einer Militärexpedition. In dessen Gefolge war auch ein gewisser Rodrigo Alvaro, der sich auf dem Weg Richtung Norden in das Gebiet verliebte, wo heute Rocky Beach liegt. Im Jahre 1784 erhielt Rodrigo Alvaro für seine Verdienste 5500 Hektar Grund als Landzuweisung vom Gouverneur der Provinz Kalifornien. Zwischenbemerkung: Olle! Die Drei und der lachende Schatten sowie Die Drei und das Aztekenschwert spielen beide größtenteils auf ehemaligem spanischen Land. Schöne Anmerkung. Ja, als Argentinien und Spanien im Jahre 1818 Krieg gegeneinander führten, erteilte Argentinien Piraten Freibriefe zum Plündern von Siedlungen im spanischen Kalifornien. Alle Piraten segelten weiter, bis auf einen, William Evans, der rote Pirat. Der Freibeuter kehrte in die Bucht zurück und errichtete dort einen Stützpunkt, von dem aus er viele Jahre Furcht und Schrecken verbreitete. Der steinerne Turm in der Piratenbucht konnte seinerzeit niemals eingenommen werden und steht noch heute. Da William Evans immer purpurrote Kleidung trug, nannte ihn die Bevölkerung nur den roten Piraten.
Nachdem Mexiko im Jahr 1821 seine Unabhängigkeit von Spanien erlangte, wurde Kalifornien mexikanisch. Doch der Siedlungsdruck von englischsprachigen Amerikanern und der Expeditionsdrang der Vereinigten Staaten nach Westen wurde immer größer. Nachdem es der amerikanischen Regierung mehrfach nicht gelungen war, den Mexikanern Kalifornien abzukaufen, kam es 1846 zum Krieg. Auch in Rocky Beach wurde gekämpft. Die Spanier hatten hier zur Verteidigung ein Fort errichtet, dessen Überreste sich heute unter dem Palisades Park befindet. Das half aber letztendlich nicht. Auch die Heimatstadt der drei Fragezeichen wurde von amerikanischen Soldaten besetzt. Episoden aus diesem Konflikt spielen in Die Drei und das Aztekenschwert und Die Drei und der Rote Pirat eine große Rolle. Dem alten Fort kommt in Panik im Park eine entscheidende Rolle zu. In einem Friedensvertrag zwangen die siegreichen Amerikaner im Jahr 1848 Mexiko dazu, ihnen Kalifornien für eine stattliche Summe zu verkaufen. Seitdem ist Rocky Beach eine amerikanische Stadt. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr amerikanische Einwanderer, besonders während des kalifornischen Goldrausches von 1848 bis 1854. Da strömten viele Glücksritter und Siedler hierher. Das thematisiert William Arden in Die Drei und das Gold der Wikinger. Unter den Einwanderern befanden sich auch ein gewisser Knut Ragnarsson. Er schürfte jedoch nicht selbst nach Gold, sondern verkaufte Stiefel an die Goldgräber. Mit diesem Geschäft wurde er reicher als mancher mit dem Goldwaschen. Nach ihm ist eine kleine felsige Insel vor der Küste von Rocky Beach benannt, Ragnarsson Rock. Auch heute noch leben viele Nachfahren von Knut Ragnarsson in Rocky Beach. Ein anderes Abenteuer war weniger erfolgreich. John Dewey stieß im Jahr 1852 in den Bergen auf Gold und wurde daraufhin vom Goldrausch gepackt. Als er jedoch nichts mehr fand, verdächtigte er die Arbeiter, die er angeheuert hatte. Vor Wut und Zorn zahlte er keinen Lohn, gab nur schlechtes Essen und prügelte seine Leute. Doch irgendwann war das Maß der Dinge voll. Die Arbeiter hängten ihren Chef an einen Baum auf. Bevor John Dewey starb, belegte er jedoch das ganze Gebiet und die Menschen mit einem Fluch. Die Menschen nannten den Ort nach dieser grausamen Geschehnis auch Dead Man's Canyon. Nach mehr als 150 Jahren später kehrte John Dewey in Der Geist des Goldgräbers dorthin zurück. Die Stadt der Vampire wurde im Jahr 1872 ebenfalls von einem Einwanderer, dem rumänischen Goldsucher Alexandru Zelea, gegründet. Er nannte die Siedlung in Anspielung an seine transsilvanische Heimat Yonderwood. Weil aber auch hier nicht mehr als ein paar Goldnuggets gefunden wurden, blieb der Ort letztendlich ein Dorf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es in ganz Kalifornien zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum. Zwischen 1850 und 1870 versechsfachte sich die Einwohnerzahl auf etwa 560.000. Auch der Bevölkerungsmix änderte sich. Viele Indianer starben an von Goldgräbern eingeschleppten Krankheiten, wurden vertrieben oder massakriert. Und auch bei den spanischstämmigen Einwohnern Kaliforniens stießen die Neuankömmlinge nicht überall auf Gegenliebe. In Die Drei und der Teufelsberg thematisiert den Guerillakampf eines Teils der spanischstämmigen Bevölkerung gegen die neuen Herrscher. Zu den Freiheitskämpfern gehörte auch ein gewisser Gaspar Ortega Jesús del Delgado y Cabrillo, besser bekannt als El Diablo. Erst im Jahr 1898 konnten ihn die Amerikaner festsetzen und verurteilten den jungen Kämpfer zum Tode. El Diablo gelang jedoch schwer verletzt die Flucht und er rettete sich in den Teufelsberg. Seitdem ertönt Abend für Abend sein Heulen im Tal der Wehklagen. Ende des 19. Jahrhunderts strömten aber auch viele Chinesen ins Land und machten sich um die Eisenbahnlinien verdient. Als billige Arbeitskräfte wurden sie gerne genommen, als Menschen waren sie aber nicht gerne gesehen. Davon handelt in Die Drei und der Geisterzug die Geschichte. In der Gegend um Rocky Beach ließen sich im 19. Jahrhundert aber nur vereinzelt Menschen nieder. Laut Angus Gunn war die Gegend um Rocky Beach im Jahr 1872 noch eine ziemliche Einöde.
Jan bezeichnete in seinem Tagebuch die gute Arbeit der Firma Ortega. Ein Wunder in diesem neuen, rauen Land. Viele Einwanderer bauten ihre Häuser nicht direkt an die Küste, sondern in abgelegene Canyons, in denen heute Außentemperaturen herrschen, die jenseits von Gut und Böse sind. Das trifft zum Beispiel auf einen ehemaligen Kapitän zu, der es dank dem florierenden Orienthandel zu Reichtum gebracht hatte. Von seinem Fachwerkhaus im Remuda Canyon gibt es einige rätselhafte Bilder. Die kurze Episode zur Geschichte von Rocky Beach in Die drei und der grüne Geist ist besonders wertvoll, weil sie von Robert Arthur höchstpersönlich stammt. Als Bob in der Bibliothek über das Haus von Matthias Green recherchiert, findet er nichts. Der dritte Detektiv erklärt diesen Umstand damit, dass Rocky Beach noch keine Stadt war und somit auch keine Bibliothek hatte, als der ehemalige Schiffskapitän Green in Rocky Beach sesshaft wurde. Das Haus selbst sei vor 60 oder 70 Jahren, also etwa um 1900, gebaut worden. Die Gegend um Rocky Beach sei damals noch eine wichtige und richtige Wildnis gewesen, berichtete Bob seinen Kollegen. Selbst Onkel Titus weiß, in Die drei und die flammende Spur von einer Zeit zu berichten, in der Rocky Beach nur aus einer Straße mit ein paar Häusern bestand. Es bleibt dabei aber leider unklar, ob er diese Zeit selbst erlebt hat oder dies aus einer Geschichte kennt. Im Jahr 2005 erschien der dreiteilige Jubiläumsband Feuermond. In diesem Fall feiert die Stadt Rocky Beach ein großes Fest anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens. Demnach muss Rocky Beach im Jahr 1805, also noch unter spanischer Herrschaft, gegründet worden sein. Dazu passt, dass in Die geheimnisvolle Botschaft 5 Spanier als Gründungsväter genannt werden. Warum Rocky Beach nicht wie Los Angeles oder Santa Monica einen Namen spanischen Ursprungs trägt, wird wohl ein Rätsel bleiben. Auch was die Stadtgeschichte anbelangt, gibt es viele Widersprüche. Dabei gibt es in Rocky Beach mannigfaltige Möglichkeiten, mehr über die Geschichte von Rocky Beach zu erfahren. Es gibt ein historisches Forschungsinstitut und ein Heimatmuseum mit Dauerausstellung zur Stadtgeschichte. Das nicht öffentliche Stadtarchiv befindet sich in den Kellerräumen des Rathauses. In der Regel findet Bob allerdings alle Informationen in der gut sortierten Stadtbibliothek. Das war's heute wieder bei Die Welt der drei Fragezeichen aus dem unglaublichen Buch von C.R. Rodenwald. Danke fürs Lauschen und bis demnächst bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel, Retro und drei Fragezeichen, Freunde. Keep Retro.